ja, ist eigentlich ein bisschen deutlicher, wie das Spiel eigentlich war, oder? Ja, es war 40 Minuten lang ein reiner Charaktertest, den wir bestanden haben. Dann war eine Phase, wo uns der Torhüter, die Steffi, einfach das Leben gerettet hat, voll in der Abwehr ausgebügelt hat. Wo es immer Aufwärtsspirale dann wird, hat uns Schwung gegeben und dann sind wir davor. Ja. Man hat es von Anfang an gemerkt, von der ersten Sekunde an, es war ein unheimlich hektisches Spiel. Mhm. Du hattest mir im Bericht aus Hersbruck beschrieben, das war ungefähr ähnlich, oder? Mhm. Kann man das so vergleichen, die beiden Spiele? Ja, also der deutlichste Unterschied war, dass wir haben nach wie vor die 7, die Thielen ja den Griff kriegt, aber sie hat halt Fahrkarten geschossen. Und das war halt der Unterschied. Im Hinspiel sind die Dinge eingegangen, Pfosten, Tor. Jetzt im Rückspiel haut es da mal einen Meter drüber. Und es war uns eigentlich klar, dass die nicht nur so ein Spiel abziehen kann. Also mit Manndeckung und 9 aus dem Feld gehen kann, die hat einen absoluten Sahnetag gehabt. Und dass die nicht 2 hintereinander hat, das war auch irgendwo logisch. Und das war ein großer Unterschied schon mal. Ja. Du hattest die Manndeckung von ihr, aber gewechselt habe ich gesehen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche die letzte Manndeckung war, die Nummer 16, glaube ich. Mhm. Die hat es am besten gemacht, also am besten im Griff gehabt. Ja, Lena Arnold hat dann die Manndeckung gemacht. Und ihre Stärke ist halt auch Bissigkeit, Schnelligkeit, die beißt sie da fest. Hat uns geholfen, ja. Sehr bissig. Genau. Hat halt einen Abwehrangriffswechsel erfordert, was man nicht unbedingt machen will. Ja. Aber in dem Fall war es positiv dann. Wenn man die Stimmung in der Halle jetzt angeschaut hat und auch von den Gästen und auch von euch, freut man sich da auf die neue Saison eigentlich? Ja, also ich denke, wir haben wieder Werbung für unseren Sport gemacht, auch für die Damensparte. Es war eigentlich nicht unser Ziel, der Affe zum G. Also wir haben gesagt, Umbruchsjahr, schauen wir, was passiert. Weihnachten waren wir dann Erster, nach der Saison Zweiter. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt ist es unauthentisch, wenn wir sagen, wir wollen Dritter werden. Ab dann war es unser Ziel und wir sind froh, dass wir nach einem Jahr wieder daheim in der BÖ sind. Ja. Alles klar. Nick, dann herzlichen Glückwunsch auch von Seiten vom Oberpfalz Echo. Wir wünschen euch alles Gute in der neuen Saison. Wir werden uns wiedersehen und nochmal Glückwunsch zum heutigen Sieg. Danke, danke dir. Alles Gute.